Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge unseres Through Darkest of Times Let's Play mit der Greve-Bartke-Gruppe. Ich bin Palzi oder Wolf Greve. Letzte Folge hatten wir die Kriegsweihnacht mit den Mannholz und den Obst. Durch unsere Aktion, die wir letzte Runde gemacht haben, ein paar andere aufgetaucht. Von Kontakt zur US Army. Da bekommen wir Informationen. Hey, wir haben einen gefälschten Reisepass. Okay. Hatte ich nicht letzte Runde. Achso, da hatte ich das angeklickt und der ist verschwunden, der Pass, weil er hier sowieso benötigt wird. Okay, also wir können jemanden auf die Krankenstation bringen. Hier können wir Informationen herbekommen. Funkkontakt zur Roten Armee. Wahrscheinlich das Gleiche, ne? Ja. Hier sind Dinge freigeschaltet. Spenden sammeln. Müssten wir vorher Parolen malen, also Farbe organisieren. Mit Christen sprechen. Schaltet Spenden sammeln im Wedding frei. Und das Verletzte auf Krankenstation bringen. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Mit Konservativen sprechen. Da können wir Informationen kaufen dann. Okay. Auch interessante Option. Apropos Option. Oh, hier können wir einen Vorarbeiter ziehen jetzt. Das machen wir auch. Otto Koppe. Ich weiß zwar nicht, wo da was passiert ist. Vielleicht war es auch ein bisschen voreilig, weil wir noch keine Fabrik auf dem Radar hatten. Wie sieht denn das überhaupt aus, geldmäßig? 64. Wir müssen uns auf jeden Fall... Ja, aber hier kriegen wir ja Unterstützer, ne? Bis zu 11, ja. Und hier wahrscheinlich auch, ja. Einen Beamten treffen. Danach können wir da mit Arbeitern sprechen. Sollte auch weitere Aktionen freischalten. Da können wir Papier kaufen. Das hier ist Zwangsarbeiter überzeugen. Werkstatt einrichten wird mittelfristig auch wichtig werden. Wir können jetzt Spenden sammeln in Kreuzberg. Wir können zerstörte Gebäude plündern. Wir müssen halt die Moral im Auge behalten. Ich hätte es noch nichts aufgetaucht mit Tanzen gehen, Ausstellung besuchen oder sonst wie. Aktivitäten der Wehrmacht beobachten. Hier könnten wir Farbe kaufen, um Pankow freizuschalten. Wie sieht denn das aus? Zwei bis drei. Wir brauchen drei, vermute ich. Ja. Das heißt, Sebastian alleine reicht nicht. Das ist auch nur zwei bis drei. Ach, das ist ja auch nicht Farbe kaufen hier. Da ist Farbe kaufen. Drei bis vier. Das sieht auf jeden Fall besser aus für 20 Mark. Aktivitäten der Wehrmacht beobachten finde ich immer noch interessant. Wäre aber gut, wenn wir da wirklich ein paar Informationen gleich mehr bekommen. Und es gibt auch eine Menge Moral. Und dann Hitlerjugendtrupp, nee. Klaus. Klaus verstecken. Klaus, der Sohn unserer Nachbarin, ist von der Front zurück nach Berlin geflohen. Wir müssen ein Versteck. Da sind zwei Leute notwendig. Das können aber wahrscheinlich beliebige Leute machen, ne? Ja, du nicht gerade, aber okay. Das sind zwei. Wir brauchen Spenden.
Kreuzberg, das ist doch deine Domäne, zuweisen. Mit Arbeitern sprechen. Das haben wir aber schon gemacht. Das hat ja andere Aktionen freigeschaltet. Wie ist denn das hier beim Plündern zerstörter Gebäude? Geht nur zu zweit. Geheimhaltung und Empathie liefert 2 bis 3 zufällige Ausrüstung. 4 bis 5. Und auch 6 Moral. Aber Moral kriegen wir hier über die Klaus-Aktion. Das bringt 5. Farbe sollten wir auf jeden Fall kaufen. Und da muss eine zweite Person mit rein. Um garantiert, oder kriegen wir das wieder über Geld geregelt? Für das doppelte Geld würden wir sichere 3 bekommen. Ich sehe hier nichts. Also müssten wir da besser zu zweit hin. Und ist es dabei egal? Nee, Erna ist besser. Da haben wir sogar eine Chance auf einen vierten Eimer. Wir müssen Geldreserven aufbauen. Von daher will ich die zusätzlichen 20 Mark nicht opfern. Farbe kaufen, um das freizuschalten. Da müssten wir mit Christen erst sprechen, hier an der Stelle. Oder wir vertagen das Farbe kaufen noch eine Runde. Dann könnten wir hier mit Christen sprechen, mit Konservativen sprechen. Und dann mit den anderen beiden die Klaus-Aktion machen. Ich glaube, das mit der Farbe ist diese Runde nix. Nochmal kurzer Check. Das ist ja hier völlig egal, wer dabei ist, ne? Ja. Mit Konservativen sprechen. Wäre Jan besser. 6 bis 7. 4 bis 5. Wolf ginge auch 5 bis 6. Und hier 6 bis 7. 5 bis 6. Das heißt, wir haben Sebastian und Erna für die Aktion hier. Und wir brauchen sowieso 2, dann macht ihr beide das. Und hier war es gehupft wie gesprungen. Das sind die Aktionen. Irgendwas übersehen an Zeitlimit? Nein. Ich höre ein Klopfen an der Tür. Ich öffne und bin schockiert. Meine Tante Emma und Onkel Kurt stehen mit ihren Koffern vor mir. Meines Wissens nach lebten sie immer noch in Braunsberg in Ostpreußen. Naja, da sind sie wohl vor den Russen geflohen oder vor den Sowjets. Was macht ihr in Berlin? Ach Wolf, Gott sei Dank, wir haben dich gefunden, sagt Tante Emma. Wir waren uns nicht sicher, ob du noch in der Stadt sein würdest, wenn man bedenkt. Bitte, kommt herein. Ich helfe Kurt und Emma mit ihren Taschen und sie setzen sich in die Küche.
Kurt beugt sich vor. Wolf, ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, was an der Ostfront los ist, aber... Kurt seufzt und zögert. Ich meine, das hier ist offensichtlich. Das da ist auch genauso offensichtlich. Ich weiß halt nicht. Es sind halt einerseits Verwandte. Andererseits ist natürlich gerade... gerade die preußischen Gebiete... Ich sag mal, stark nazifiziert gewesen. Da hatten sehr viel Unterstützung, die Nationalsozialisten dort. Ich sag mal, sind die Sowjets vorgerückt. Die Rote Armee marschiert Richtung Ostpreußen, sagt Kurz. Wir mussten fliehen, bevor es zu spät für uns war. Wie lange noch, bis sie Berlin erreichen? Oder es tut mir leid. Nee, lasst mal erstmal ein bisschen ruhiger machen, auch wenn das Familie ist. Tut mir leid, dass ihr euer Zuhause verloren habt. Ach, sagt Emma mit einem kleinen Lächeln. Bald werden wir wieder zurückkehren. Ja, das glaubst auch nur du. Also, die sind auch stramm. Aber wie lange, bis sie Berlin erreichen, frage ich. Kurt lacht. Nein, Wolf. So weit werden sie es nie schaffen. Wir haben gerade eben noch im Radio gehört, dass unsere unermüdliche Wehrmacht sie innerhalb des nächsten Monats zurückdrängen wird. Glaubst du das wirklich? Lieber Onkel, sage ich, das ist Propaganda. Wir können nicht alles glauben, was die Regierung uns erzählt. Tante Emma unterbricht. Aber stattdessen sollen wir der ausländischen Lügenpresse und all ihren Märchen von alliierten Siegen glauben? Die wollen uns doch nur demoralisieren. Was wir hier erleben, fühlt sich ziemlich echt an. Ach, was für eine Erleichterung, sage ich sarkastisch und werfe meine Hände in die Luft. Die Bomben, die auf Berlin geregnet sind, die hat es gar nicht gegeben. Das waren alles nur Lügen. Ich kann meinen Zorn kaum unterdrücken. Die Nazis haben uns in diesen Krieg hineingelogen. Tausende sterben jeden Tag. Es geht hier um alles. Und du unterstützt die immer noch? Das darfst du nicht sagen. Das erlaube ich nicht. Kurt schlägt mit der Faust auf den Tisch. Ich schmeiß dich gleich aus der Wohnung da. Unser geliebter Sohn ist nicht umsonst an der Ostfront gestorben. Nein. Emmas Augen sind voller Tränen, aber Kurt fährt fort. Wir werden die verdammten Kommunisten vernichten. Unser Führer wird uns Frieden bringen. Du wirst schon sehen. Das Erste kommt nicht in Frage. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Vielleicht nicht so, die müssen ganz schnell wieder raus, aber ich nehme mal das Zweite. Wir sind uns selbst der schlimmste Feind. Wie können wir uns je wieder auf etwas einigen, wenn unsere Auslegung der Realität sich so widerspricht? Ja, Besuch aus Ostpreußen. Kurt und Emma. So, dann die Aktionen. Unterstützer verloren. Wir müssten aber über 50 bleiben. Wir haben ja Aktionen. 16 Mark ist schon mal gut. Wedding mit Christen sprechen. 6 bis 7 Unterstützer sollte das geben. 6 leider nur und wurde gesehen. Das sind die Konservativen. 4 bis 5 Unterstützer oder 5 bis 6? Muss 5 bis 6 gewesen sein, denn da haben wir die 6. Anna besorgt Geld. Und zieht das auch durch, denn wir brauchen die Kohle. 22 ist, glaube ich, Minimum. Ich glaube, 22 bis 26 waren es. Ne? Und dann hier das Versteck für Klaus, Sekt oder Selters. Sebastian Klein und Erna Waldmann treffen sich nachts mit Klaus und bringen ihn ins Versteck.
Jemand schöpft Verdacht, bla bla, beruhigt sich wieder. Sie sind erfolgreich und verstecken den Jungen ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist natürlich nicht ganz wahr. Moral konstant, das ist schön. Flugpost, Bonn bombardiert. US-Flugzeuge greifen Brücken und Zugstrecken bei Bonn an. Gazetta, alles ist in Ordnung. Goebbels sagt, Hitler erfreue sich bester Gesundheit und Stimmung. Na, wenn es solche Nachrichten gibt, dann ist dann wahrscheinlich auch wieder gelogen. An alle Berliner, mehr SS-Mitglieder. Die Waffen-SS hat erstmals über 1 Million Mitglieder. 1. Januar 45, also jetzt offiziell 45. Sollten die Sowjets jemals Berlin erreichen, weiß ich nicht, ob noch etwas für sie übrig ist, sagt Sebastian Klein. Vielleicht haben wir uns schon alle gegenseitig umgebracht. Warum sagst du sowas? Draußen habe ich einen Ringkampf gesehen, nicht der erste, den ich mitbekommen habe, aber dieser war zwischen zwei Müttern. Es ging um Essensmarken. Sie haben aufeinander eingeschlagen, vor ihren eigenen Kindern. Ja, furchtbar ist das in der Tat. Aber ich nehme, wir müssen unsere Menschlichkeit bewahren. Wie schrecklich. Nichts ist stärker als der Wille zu überleben. Er macht uns des Schlimmsten fähig. Aber wenn wir unsere Menschlichkeit verlieren, sind wir zu einer miserablen Existenz verdammt. So, Klaus ist im Versteck. Überall die 18. Ja. Hier ist jetzt SA-Präsenz. Beweise verschwinden lassen. Ja, die 80 haben wir ja nicht. Was ist bei den Kontakten? Da geht noch nichts Neues. 102 Mark. Sieht auf jeden Fall gut aus. So, was sind die Prioritäten? Wir müssen jetzt auf jeden Fall Farbe kaufen, um die Pankow-Aktionen freizuschalten. Oh, wir können jetzt untertauchen, das ist auf jeden Fall gut, aber der Verfolgungsgrad sieht noch gut aus. Hier den Beamten treffen, halte ich auch für wichtig. Versteck einrichten sehe ich nicht, wir können ja untertauchen. Werkstatt einrichten, brauchen wir erstmal ein bisschen mehr Kohle. Die Krankenstation ist freigeschaltet, Informationskauf ist freigeschaltet. Wir haben aber immer noch nichts, wo wir an Zeugnisse kommen, die wir für die große Aktion brauchen. Lieferung überfallen. Bringt nur Zubehör, von dem ich nicht weiß, was das überhaupt bringen soll. Informationen kaufen. Ist zu teuer aktuell. Wir können jetzt aber Spenden im Wedding sammeln. Wie viel bringt denn da? Oh, da müssen wir, können wir aber nicht Anna einsetzen. Da müsste irgendwie Jan dann. Bringt aber auch ordentlich Kohle. Okay, gut zu wissen. Aktivitäten der Wehrmacht möchte ich beobachten. Das kann wahrscheinlich eine Person. Ja, nicht gerade du. Wahrscheinlich wäre Jan der Beste, ne? Der bringt sichere 2 Infos. Wenn wir Erna mit reinstecken. Alles nur 2 bis 3. Achso, können wir das über Geld verbessern? Uns geht es jetzt ja relativ gut. Tut sich ja gar nichts. In den vorherigen Kapiteln, da ist ja immer geklappt bei Informationen. Nee, hier geht's aber nicht. Dann wie ist denn das mit Zubehör? Nur mal ausprobieren. Wir haben ja 4 davon.
können auch noch Kohle mit zufügen. Ändert nichts. Sicher wäre nur mit Militäruniform. Okay, also. Im Endeffekt, hier haben wir sichere 2. Wenn wir eine weitere Person einsetzen, haben wir eine Option. Eine kleine Chance, keine Ahnung, 50-50 auf eine dritte Info. Sehe ich nicht. Also wahrscheinlich Jan. Hier, Farbe kaufen. Das ist doch eigentlich deine Domäne. 2 bis 3. Wir wollen aber sichere 3 haben. Zum Beispiel mit Wolf. Jan wollen wir ja für was anderes. Hier sogar 3 bis 4. Hier auch. Das heißt, wir haben dann noch Wolf und eine von den beiden Damen, um Spenden zu sammeln und den Beamten zu treffen. Na, du dürftest nicht so... Ach doch, du bist relativ... Du bist stärker als Erna da zu dem Zeitpunkt. Kann auch Wolf erledigen. Und dann schicken wir Anna Spenden sammeln in Kreuzberg vielleicht. Denn hier möchte ich abkühlen lassen wieder. Hier ist auch noch das Plündern zerstörter Gebäude. Ne, wir brauchen aber erstmal Farbe. Moral ist okay. Geldmäßig sind wir auch okay-ish. 22 bis 26. Wie viel würdest du denn hier sammeln? Ne, dann ist okay mit den 22 bis 26 hier. Das macht Anna. So, dann... hier Wolf, ach ne, Wolf, wir müssen auf jeden Fall Wolf nehmen hier. Beamten treffen. Dann Farbe kaufen, Sebastian und Erna. Und Aktivitäten beobachten, Jan. Da mal ab. Was wäre denn, wenn wir 3 Leute einsetzen? Das wären sichere 3 Infos. Wofür brauchen wir Infos? Flugblätter drucken, vermute ich mal. Ne, da brauchen wir nur Papier. Wofür sollten wir Sprengstoff stehlen? Das sehe ich noch nicht. Hier können wir Papier kaufen. Das können wir aber auch irgendwann anders machen. Infos kann man vielleicht einsetzen, um Sachen zu verbessern. Sehe ich nicht bei den Infos, dass wir da massiv Leute reinstecken müssen. Also machst du das alleine und hier, wie geplant, ihr zwei geht Farbe kaufen. 3 bis 4 Farbe, um Pankow freischalten zu können. Keine Ahnung, ob das optimal ist, aber wir werden sehen. 19 Mark, das ist praktisch der Farbkauf. Und der wird durchgezogen, denn die Hälfte der Farbe nutzt uns nicht. 4. Schön. So, das ist Jan. Beschuss. Mission musste abge... Oh, er wurde verwundet. Alter.
Spenden sammeln. Es geht ja schon wieder gut los hier, doch. Das war Maximum 26 und hier gibt es halt den einen Beamtenkontakt, ne? Ja, auch hier Sekt oder Selters. Minus 10. Oh. Fliegeralarm in Remagen. US-Flugzeuge greifen die sich zurückziehende Wehrmacht in Remagen an. Das war die Flugpost. Gazeta. Kämpfe um Budapest. Deutsche Waffen-SS-Truppen greifen die Rote Armee in Budapest an. An alle Berliner. Neue Regierung in Polen. Das kommunistische Lublin-Komitee wird provisorische Regierung Polens. Ja, da ist die Verletzung von Jan. Und das ist richtig übel, denn Jan ist einer der wichtigsten Leute hier. Denn sein Merkmal da, das ruhig, ist echt hilfreich bei so vielen Aktionen. Oh, ich bin so wütend. Ich könnte das Schwein einfach umbringen, sagt Jan Hahn während unseres Treffens. Alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Ich wurde ausgeraubt. Haben Sie Geld gestohlen? Nein. Fast wäre mir das lieber. Sie haben meine Kohle gestohlen. Ich kann meine Wohnung in diesem Winter nicht heizen. Meine Familie friert. Wir brauchen Kohle oder das Geld, um welche zu kaufen. Für die Kohle haben wir eh noch keinen Nutzen. Also geben wir ihnen die letzten zwei Kohleladungen. Ich bin euch allen so dankbar, sagt Jan. So. Irgendwo was Neues. Hier ein Versteck einrichten. Aber das hatten wir ja schon letzte Runde an sich. Das hier ist das Krankenhaus. Da lasse ich mir auch das Ausrufezeichen. Theoretisch könnten wir ja Jan da reinschicken, ne? Wir haben ja einen Reisepass. Da könnten wir Knüppel bekommen, aber die Parolen schmieren wollten wir ja hier oben an sich machen. So, was für Aktionen? Also Jan muss eigentlich weg. Dann bräuchten wir aber einen neuen Reisepass. Für einen Reisepass brauchen wir drei Informationen. Jetzt wissen wir, wofür wir Informationen brauchen. Oder zwei Runden aussetzen lassen. Denn wenn er nochmal verletzt wird, ich glaube, das war der Hinweis in der Hilfe. Sie werden sich mit der Zeit erholen. Sie sind geschwächt und bei erneuten Verletzungen können sie sterben. Okay. Ja. Und jetzt bereue ich die Entscheidung, Erna Waldmann nicht ermuntert zu haben, Medikamente zu stehlen. Ich glaube, das war letzte Folge, wo wir die Option hatten. Moral ist definitiv ein Problem. Diese Aktion würde sofort 5 Moral bringen. Vorbereitung nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Können wir hier mit Geld irgendwie noch... Geld bringt gar nichts mehr bei der Vorbereitung. Können wir ihn von irgendjemandem begleiten lassen? Ah ne, du bist instabil. Nur könnten wir die Vorbereitung deutlich verbessern, hätten dann aber auch nur noch drei Personen.
Ja, und hier wäre Jan halt super, Parolen auf Mauern schmieren. Ach nee, du müsstest ja Jan begleiten. Ja, und ohne Jans Ruhe ist das da gar nichts. Auch hier wäre Ruhe hilfreich. Sehr hohes Risiko für die Plünderung. 3 bis 4 zufällige Gegenstände. Hier 3. Mit Arbeitern sprechen. Schaltet Bücherverbreitung frei. Und gibt uns natürlich weitere Unterstützer. Informationen kaufen. 2 Informationen. Jan wäre hier natürlich auch so. Also ihr seht, Jan ist echt so ein Schlüsselding, der mit seinem, als katholischer Konservativer schaltet der, ist ja bei so vielen Aktionen hilfreich, seine Ruhe ist hilfreich bei vielen Aktionen. Aber apropos Aktionen, ich sehe gerade, dass die Aktionen dann erst beim nächsten Mal stattfinden werden. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Seid auch das nächste Mal wieder mit am Start, was mich sehr freuen würde. Und genauso würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dran denkt, Like und gegebenenfalls Abo dazulassen. Macht's gut, euer Palzi.